Alles. Aber wir haben alles für dich dabei und ein bisschen mehr. Wunderbar, ich bin sehr gespannt. Du hast eine Klimaanlage oder eine Heizung da oben. Ja, ja, hier hat sich durchaus hat sich viel getan, ne? Getan. Und du hast doch ein Weihnachtsbäumchen. Einen kleinen, ja. Das ist doch süß. Ich habe noch Weihnachtsschmuck bei. Der ist so viel, da wirst du wahrscheinlich den Baum nicht sehen. Ne? Ja, ich habe eigentlich schon genug Weihnachtsschmuck. Also ja, alles ich gar gut. Nicht so unbedingt. Komm, wir gehen mal gucken, ja? Was willst du denn gucken? Willst du mir zeigen? Nein, ich will dir, was du alles von uns bekommst, was wir alles da haben. Auf jeden Fall haben wir ein paar Möbel dabei. Hallo. Hast du ja gesehen? Hi. Genau. Ich bin der Michael. Ich bin die Elke. Hallo, Elke. Ja, drei Anhänger, alle waren voll. Aber nicht alles, also die waren voll. Aber ja, ja, wir haben jetzt schon vieles weg. Wir sind jetzt, wir mussten von der anderen Seite. Guck mal, das ist die Uhr. Schau mal. Ja, ja. Sowas kenne ich. Hallo. Hey. Hallo. Grüß dich. Guck mal. Und 5 Euro Haus im Hintergrund, da ist doch super. Ja, ihn habe ich ja auch getroffen jetzt vor einiger heute, Zeit. Ist heute wieder Geburtstag, Weihnachten, Silvester. Ja, alles. Runder Geburtstag, Jubiläum, alles an einem Tag für mich. Mhm. Oh je. Und die bauen hier deine Straße aus? Weil du hast eine eigene Ampel jetzt hier, ne? Ja, die haben da die Straße ausgebessert und deshalb haben die Ampel vorversetzt. Und nachts ist hier auch eine Nachtbaustelle, also die machen da die Umgehung, da an der Seite machen die neu. Das ist ein Opfertisch. Das ist ein Opfertisch. Von der Annika Bruchmann aus Karst. Okay. Den kann man wahlweise so verwenden. Da kannst du Würstchen drauf grillen oder was? Oder so verwenden. Aber was wurde denn da geopfert? Du kannst ja was einfallen lassen hier, kreativ bist du doch. Sehr alt. Es sieht auch aus wie eine alte Kloschüssel oder so. Ja, aber. Ja, aber ein Klo hast du ja jetzt. Nein, zu viele Bilder. Nee. So, was kommt hier in dein Schwimmbad? Ja, wir haben da tatsächlich drüber nachgedacht. Nein, wir haben mal so ein bisschen rumgeflaxt und wir haben echt mal so. Ist das ein Auffangbecken hier demnächst? Ja, nee, wir haben. Nee. Also. Wir machen jetzt mal ein bisschen Spaß, ne? Ja, geht ja nicht anders im Moment. Ja. Also nee, ab und zu man muss auch Spaß sein. Wir haben darüber nachgedacht, das so ein bisschen mit Wasser zu füllen und dann so eine Brücke ins Lokal zu machen. Aber letzten Endes, das wird einfach nur aufgefüllt, weil die Kellerdecke, die war ja in sich nach allen Richtungen beim letzten Mal gesehen. Krumm und schief. Ja. Und die haben wir jetzt letzte Woche eingerissen. Gestern haben wir den ganzen Schutt mit dem Bagger rausgeholt. Und das wird jetzt mit Baustellen, Schotter zugeschüttet und verdichtet, sodass wir hier einen vernünftigen Untergrund haben. Weil wir den Keller da drunter nicht brauchen. Also das ganze Gebäude ist an sich so großräumig unterkellert, dass wir auf den Kellerraum verzichten konnten. Und da oben sind Lichter? Da wohne ich inzwischen, ja. Ah, schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Stand war, als ihr das letzte Mal da war. Da warst du gerade Mauern unten, zusätzliche Mauern am Ziehen. Ja, unter der, ne? Und oben wart ihr am Überlegen, mit dem Dusche da was zu machen, wenn es denn geht. Aber es war noch alles nicht so weit. Genau. So, und dann hattet ihr, ja, das Wesentliche war das Mauern. Ihr hattet ja gerade diese Steine gespendet bekommen, unter anderem. Wo dann hier mit 6, 7, 8 Leuten hier dann das runtergetragen worden ist und da wurde dann fleißig gemauert. Und dann hast du schon erwähnt, dass das hier kritisch wird mit der Plattform oder mit dem Ganzen hier, weil das eben so krumm und schief war. Sag mir nochmal was. Also, Status. Ihr habt jetzt, was macht ihr als nächstes? Oh, als nächstes Weihnachten feiern. Das ist gut. Ja, es ist wirklich mal Pause hier unten im Ahrtal, ne? Heute ist eigentlich so der letzte Tag, wo das Helfer-Shuttle auch die Leute runtergebracht hat. Genau. Heute ist der 19. oder 18.? Weiß gar nicht, was haben wir? 19. 19. Ja, genau. So, das heißt, ihr kommt jetzt alle ein bisschen zur Ruhe. Ja, hoffen wir, ne? Ja, klar. Hoffen wir. Nein, die Pause tut uns auch jetzt wirklich gut, weil wir haben anstrengende Wochen und Monate hinter uns. Jetzt muss man wirklich mal durchatmen und das Ganze mal sacken lassen. Und ich kann jetzt nur sagen, dass ich super glücklich bin, dass ich... Hattest du dir nicht wirklich vorgestellt, ne, dass das so klappen könnte, ne? Nee. Dass du noch vor Weihnachten hier oben hinkommst, ne? Nee. Ich bin ja mittlerweile schon seit, ich glaube, 4 Wochen bestimmt schon hier oben und wohne da. Also man hat mir da tatsächlich behelfsmäßig da den Boden reingelegt, behelfsmäßig eine Dusche installiert, die Wasserleitung behelfsmäßig gelegt. Also ich habe da durch einen Durchlauferhitzer halt... die Möglichkeit, warm Wasser zu haben, also zu duschen. Ich habe da meine eigene Toilette, was ich alles ja 4 Monate nicht hatte. Also von daher, das ist, auch wenn es sehr, sehr bescheiden da oben ist,
Das ist für mich schon Luxus. Ja, ist ein riesen Fortschritt. Wir können gerne mal gucken, wenn ihr wollt. Ja, komm, wir gehen mal durch. Ganz kurz mal. Ich habe da nichts zu verbergen. Ja, alles gut. Ich habe auch keine Reichtümer, die man mir irgendwie klauen könnte. Aber apropos Reichtümer, komm, also das ist ein ideeller, wobei es auch bei Mark 50 wert ist, aber was ist hier da hinten? Da ist doch dein Wagen, oder nicht? Ist das nicht deiner da hinten? Der rote? Ja, das ist der Magirus. Den hast du doch retten können, weil du den da ganz schöne paar Meter oberhalb des beim Kloster da hattest. Der Magirus, ne? Deutz, Baujahr 1956. Ja, ich habe halt am Kloster Kavernberg diese Halle und die Halle steht halt 5 Meter höher, als der Wasserstand letzten Endes war in dieser Flutnacht. Von daher ist er übergeblieben und ich habe tatsächlich immer darüber nachgedacht, den zu verkaufen. Und jetzt war ein Käufer da und dann habe ich den nochmal frisch zum TÜV gefahren und das mit dem Käufer hat sich dann doch irgendwie zerschlagen. Suchst du denn einen Käufer ganz konkret oder willst du ihn doch lieber behalten, weil du vielleicht im nächsten Jahr Touren damit machen kannst oder sowas? Ja, das ist ja meine Schwierigkeit, die ich weiß absolut nicht, wie sich das nächste Jahr geschäftlich darstellen kann. Und die Überlegung ist tatsächlich mittlerweile, dass ich dieses Projekt, was ich ja seit 2 Jahren vorhabe, tatsächlich umsetze. Und ich wollte hinten auf der Ladefläche eine Sitzgarnitur oder eine Sitzmöglichkeit einbauen und dann mit bis zu 7 Leuten durchs Ahrtal fahren, um dann Weinproben zu machen. Und ich habe es halt nie dann wirklich umgesetzt die letzten 2 Jahre, weil dieser LKW heißt ja Lastkraftwagen und die LKWs, die haben keine Servolenkung und der lässt sich wirklich, wenn er einmal rollt, rollt er. Ja. Aber hier oben könnte das schon mal ein bisschen anstrengend sein. Genau, aber in den Weinbergen damit zu hantieren, das funktioniert definitiv nicht. Und deshalb ist das Projekt so ein bisschen in den Röschenschlaf geraten und jetzt denke ich wieder ganz neu drüber nach. Ja. Weil, wie gesagt, ich meine, nächstes Jahr wird hier definitiv der Schaden immer noch sein. Da muss man ja von ausgehen. Und von daher ist das Thema Weinproben so das einzige Thema, wo ich denke, wo ich mit Umsatz machen kann. Wobei, ich bin mir allerdings auch schon sicher, dass wir spätestens ab nächstes Jahr Mai, egal wie sich die Baustelle hier darstellen wird, wir werden hier einen Ausschank machen. Wir werden hier Tische und Stühle auf dem Gelände stehen haben. Und dann hoffe ich, dass die Leute sich, den Flutschaden dann auch mal aus der Nähe anschauen und dabei vielleicht ein Gläschen Wein trinken oder vielleicht auch ein Bierchen oder eine Cola. Sodass wir werden dabei sein. Ja, sehr gerne. Mai eingetragen. Sehr gerne. Willkommen. Dann zeig doch mal. Hier, wie gesagt, wir werden Tische und Stühle stehen, Sonnenschirme, die hatte ich ja alle schon zur Neueröffnung gekauft gehabt. Die sind ja Gott sei Dank auch bei der Flut unbeschädigt geblieben. Und von daher, die Grundvoraussetzungen sind da. Und ich gucke positiv ins nächste Jahr, aber trotzdem wissen wir ja auch dank Corona und all dem nicht, was nächstes Jahr tatsächlich möglich sein kann. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Das ist auch ein uriger Eingang jetzt hier, ne? Ja. Ne? Das ist halt so. Das haben wir beim damals schon gesehen, im Hellen, wie das hier alles abgeschlagen worden ist. Ach, guck mal hier. All die jetzt so ein bisschen so einen Ordnungsfimmel haben, ne? Mal bitte wegschauen, weil ich bin natürlich auf den Besuch nicht vorbereitet. Ja, alles gut. Wir haben hier so eine provisorische Balkontür eingebaut, sodass die Wärme auch drin bleibt. Oh, das ist jetzt die Küche hier. Ja, naja, wir haben hier einen provisorischen Boden reingelegt. Sag mal, die Kerze macht so eine Wärme hier? Nee. Nee, vor 2 Wochen hat man mir da so eine Klimaanlage eingebaut, ja, die cool. Kann kühlen und wärmen. Super. Und daher ist im Moment die Wärme. Kannst du den Ofen schon verwenden hier für Holz? Ja, klar. Der bringt ja richtig was, ne? Bitte? Der bringt ja richtig was, ne? Ja, hin und wieder mache ich den an, aber durch diese Klimaanlage ist der Ofen im Grunde genommen Luxus. Den das Brennholz hast du noch, ne? Was ja mal der LKW gebracht hat, ne? Genau. Das ist mal ein Gemälde, was ich mal selber gemalt hatte. Das war auch komplett unter Wasser. Das ist Gott sei Dank einigermaßen unbeschädigt. Da ist noch ein bisschen Schlamm dran an der Seite. Ja, hinten auf der Rückseite auf jeden Fall. Das kriegt man nicht weg, aber solange das Bild an sich noch irgendwo erkennbar ist. Ist das doch super. Ja, ein nettes Schlafzimmer, da hat man mir das Bett und alles geschenkt. Also
Gemütlich. Genau. Was hast du, ist das dein Adventskalender, der da an der Decke hängt, oder was? Genau, ja. Nein. Haben dir denn die Helferinnen da alle gemacht, oder was? Okay, jetzt müssen wir einen Schnitt machen, oder was? Es gibt da tatsächlich eine ganz nette Frau, die mir den tatsächlich geschenkt hat. Ach, das ist lieb. Das ist schön. Ja. Ja, guck mal hier. Da ist doch hier die die Waschmaschine und die Dusche, alles schon da. Nein, das ist halt alles so ein bisschen provisorisch. Ja, aber Mann. Aber es geht doch voran. Wichtig ist halt warm. Alles andere ist. Und du bist hier am gleichen Platz, weißt du? Ja, kannst direkt und runter gesichert, ne? Und gesichert. Vor allem habe ich hier ja auch ein bisschen Fläche, ne? In meiner 10 Quadratmeter Gartenhütte. Ist nicht so unbedingt. Brauchst du Fliesen? Bitte? Brauchst du Fliesen? Darüber mache ich mir noch gar keine Gedanken. Ja, aber vielleicht können wir einen Fliesenaufruf mal machen. Nee, jetzt wirklich. Erst im Frühjahr nächsten Jahres. Jetzt machen wir erstmal Pause. Ja, jetzt passiert sowieso nichts. Jetzt machen wir erstmal Weihnachten ein bisschen und feiern noch das neue Jahr. Jetzt warten wir auf den Architekten und auf den Gutachter. Ne? Die Schadensregulierung, die muss man jetzt mal so langsam ein bisschen organisieren und angehen, weil ohne fließendem Geld kann man auch keine Handwerker beauftragen. Also bist du auch jetzt in der Situation mit dem Gutachter, sagt man, zu warten, der muss kommen und dann musst du mit der Versicherung reden und das ist alles jetzt gerade im Anfang, oder? Versicherung hat man ja keine. Es geht halt darum, diesen staatlichen Topf, den es da gibt für die Geschädigten. Mhm. Den muss man jetzt irgendwie anzapfen. Aber da sind wohl die Antragsregularien nicht ganz so überschaubar, sodass man sich da auch sehr rantasten muss. Also der Architekt hat gesagt, das Wichtigste, was wir jetzt haben müssen, ist Geduld. Und diese Geduld kann Monate dauern. Würde bedeuten? Vor allem die Schwierigkeit ist ja für mich, ich habe ja, also was die Schadensregulierung betrifft, ich habe ja im Grunde genommen, ich glaube, 4 Anträge zu stellen oder so. Einmal als Mithauseigentümer, einmal meinen Privatschaden und dann den Schaden als Unternehmer von 2 kaputten Ladenlokalen. Ne, also meine Aufgabe ist es jetzt über Weihnachten und nach Neujahr, mich mal wirklich in Ruhe hinzusetzen und mal zu überlegen, was ist in dem Ladenlokal in Ahrweiler alles kaputt gegangen und verschwunden? Was ist hier? Und da weiß ich jetzt schon, ich werde einiges vergessen, weil ich weiß ja gar nicht mehr so hundertprozentig, was war denn eigentlich alles im Keller? Ne? Was stand alles unten im Garten? Ne? Deshalb werde ich mir die ganzen Videos, die ich gemacht habe, alle noch mal so ein bisschen auch angucken und mal gucken, ach guck mal, ach ja, da stand ja das noch, ach da stand ja das noch, sodass ich möglichst, ja. Naja, von Papieren, die du hattest und so, brauchen wir gar nicht reden, das wird wahrscheinlich alles weggeschwommen sein. Ja, gibt's ja gar keine. Ist nichts mehr da. Es gibt keine Unterlagen. Nichts. Mhm. Okay. Mein Riesenproblem, mein wirklich Riesenproblem ist, dass mein Computer ja abgesoffen ist und da war ja mein ganzes Grafikprogramm drauf und all die Etiketten, all die Broschüren, all der Schriftkram, mein Briefpapier, ne, war ja alles darauf abgespeichert. Und ich habe ja eine eigene Weinkollektion, Weinhaus Rosenthal, und all die Etiketten, das war mit viel Arbeit verbunden, das herzurichten. Allein, ich kann euch mal ganz kurz zeigen, allein diese Broschüre hier. Ja, ich bin halt ein kreativer Vogel und das war halt eine Weinprobenbroschüre, über 60 Seiten mit Fotos drin, mit Text. Ne? Also im Grunde genommen ein Bildband über das Ahrtal und dann halt mit einer Weinprobenmöglichkeit. Die ist Gott sei Dank auch 2 Wochen nach der Flut verspätet geliefert worden, Gott sei Dank, sodass von diesen Broschüren noch 3000 Stück bei mir in der Halle liegen. Sodass, es wird also so sein, dass wenn zum Beispiel ich nächstes Jahr im Mai den Weingarten eröffne, da kann sich der Gast dann anhand dieser Broschüre selber hinlegen. Der wird dann 6 verschiedene Weine bekommen und dann kann er mit dieser Broschüre selbst eine Weinprobe machen. Ja, also der kann dann hier so lange verweilen, wie er will und sich mit dieser Broschüre eine schöne Zeit machen. Mein Lieber, wir sehen uns im nächsten Jahr. Und zwar vor der Eröffnung.
Wir werden sicherlich noch vorher hier sein. Und dann sehen wir uns im Mai und dann trinke ich, glaube ich, mein zweites Glas Wein in meinem Leben. Ich werde dich nach und nach an Wein führen. Ja, das ist schön. Für mich war das auch ein Lernprozess. Ne? Ich habe ja auch mit dem Thema erst vor 9 Jahren angefangen. Ich habe ja auch mit, das ist halt manchmal so dieser Werdegang eines Weintrinkers. Wenn man von Bier umschwenkt auf Wein, dann fängt man an mit einem süßen Wein. Ja, das ist genau richtig. Und dann tastet man sich ran, irgendwann wird er halbtrocken und dann kommen die trockenen und dann lernt man erst die Qualitäten zu schätzen. Genau, du hast mir ja letztens auch eine Flasche trockenen Rotwein mitgegeben. Die habe ich natürlich schon ausgetrunken. Der war ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Super. Ja, schön zu hören. Ja, alles ich klar. Wünsche Michael, vielen Dank. Allen Zuschauern und auch euch frohe Weihnachtstage und guten Rutsch ins neue Jahr. Und kann mich auch im Namen aller hier im Ahrtal, für die ihr die ganze Zeit seit Monaten unterwegs seid, nur Danke sagen. Also danke. Wir danken dir und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Gerne.